Und weiter geht es mit den Star Wars Saga Collection, eigentlich nur Star Wars Saga Figuren der Phase 2 aus dem Jahr 2003. Und hier kommen wir dann eben zum nächsten. Ja, beginnen möchte ich hier mit C3PO Tatooine Ambush. Diese Figur habe ich nicht lose, nur hier eingepackt. Ja, warum? Keine Ahnung, weil es halt so war. Also hier ist er, der 3PO mit einem Removable Arm. Er ist hier recht schmutzig, eben nach der Attacke von der Tusken Raidern. Aber schön modelliert, ein bisschen breitbeinig vielleicht. Und deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht ausgepackt, weil es da schon zu viele gab, 3POs. Aber ist der einzige, dem man hier den Arm abnehmen konnte. Zumindest habe ich mal in der Sammlung keinen anderen gefunden. Und interessanterweise kommt er hier mit, kommen diese Figuren, die ja sowieso viel Zubehörteile hatten, mit einem Stand. Wenn man es hier so sehen kann, mit Star Wars drauf geschrieben. Und ja, hier dann noch ein Nubbel dran, zeige ich euch dann später mal bei anderen. Ansonsten, ja, so sieht die Packung aus. Die Phase 2, wie gesagt, hier New Hope steht hier, welcher Film das war auf der Rückseite. Dann eben, was man mit der Figur machen konnte. Kleine Biopic hier oben dann. Und was es sonst noch in der Reihe eben für Figuren gab. Hier unten war ursprünglich ein Sticker dran. Der hat sich jetzt halt eben mit der Zeit gelöst. Und hier unten ebenso. Ja, man sieht hier, dass es eigentlich einiges an Repacks gab. Und das sollte sich dann in den nächsten Dingern fortsetzen. Deswegen kann ich euch jetzt halt nicht alle Figuren zeigen. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Letztendlich, weil es Repacks sind. Und ich zeige euch eigentlich jetzt hier nur die, welche Neufiguren herausgekommen sind. Hier zum Beispiel dieser Jango Fett, den gab es in der Phase 1 zum Beispiel. Oder hier diese Leia, die gab es in der Power of the Force 2 Line. Und ebenso hier Darth Maul in Episode 1. Seed Hunger Duell. Also es sind sehr viele Repacks dann dazugekommen. So, und dann sehen wir uns die neuen Figuren an. Wir haben hier einen Luke Skywalker Throne Room Duell. Auch hier sehen wir wieder viel Zubehörteile dabei und die Figuren eher für Kinder gedacht, zum Spielen einfach. Ja, also dieser Luke kommt mit einer Base, die eben an den Todesstern angelehnt ist. Hier vorne mit einem Gitter dran. Und probieren wir mal kurz, zack, also, ja gut. Ja, das Spielfeature ist eben so, dass, haben wir ja gerade gesehen, machen wir kurz, dass er eben hier so ausholt zum Schlag, um da so wieder die Hand abzuhacken und dabei eben auch das Gitter durchschlägt. Schauen wir uns ganz kurz vielleicht mal die Base an hier. Also toll modelliert eigentlich hier mit den Backpacks. Backpacks heißen die so. Mit den Backholes. Also die Holes sind ja das hier eigentlich. Aber diese Nüppel. Hier als Dreieck ausgespart. Hier ein paar Kampfspuren von den Laserschwerden streichen. Und ja, ein wenig verstaubt. Eben diese leicht zusammenhaltenden. Ähnlich wie das Duell auf Bespin schon, wo es dann kleine Zubehörteile gab oder größere Zubehörteile. Das war nämlich das Ausschlaggebende in der Star Wars Saga Collection, dass es einfach viel Zubehörteile gab. Heutzutage beim kleinsten Zubehörteil ist es eine Deluxe-Version. Ja, also schön auch hier modelliert. Diese, ja, was auch immer das sein mag, vom Todesstern. Eben diese Battle Damage Funktion. Die Figur selber
ist in einer starren Pose letztendlich und hat hier sehr grandiges Gesicht. Geil. Kopf kann man bewegen, Beine und die Arme sind hier eben beweglich mit diesem ausholenden Schlag. Ja, das Gesicht ist schon geil. Das Lichtschwert kann aus den Händen genommen werden und ist auch hier mehr oder weniger eine ausziehbare oder abnehmbare Klinge und ein schwererer Metallgriff. Aber er hat jetzt keinen, doch hat er. Und er hat auch hier einen Magnet drin und das Lichtschwert dann eben zu halten oder eben in beide Hände. Das Lustige an dieser Figur ist wirklich, wenn man die Arme runter macht, also er hat überproportional lange Arme. Ich bin ein Zombie. Ja. Von dieser Version gab es dann zwei Stück. Jetzt gab es zwei Stück. Und zwar wieder mal der berühmte Handschuhfehler. Ich zeig's mal ganz kurz. Ja, und zwar hier dieser, gab es die Version mit dem berühmten Handschuhfehler, dass er diesen schwarz angemalten Handschuh einmal auf der linken Seite und im Film akkurat auf der rechten Seite trägt. Und ich habe ihm sogar die Variation auf der falschen Seite, fällt mir gerade auf. Ha! So viele Jahre und ich habe es noch nicht gemerkt gehabt. Na gut. Und ähnlich wie bei dem Batman-Duell gab es da auch noch einen Darth Vader. Dieses Mal eben betitelt mit Throne Room Duell. Es handelt sich hierbei um fast den gleichen Mold wie bei der Version des Bespin-Duells. Dementsprechend auch die gleichen Spielfeature. Ja, auch er hat ein Lichtschwert, ein schwarzes, welches auch in beiden Händen ist und ebenfalls mit einem abziehbaren Klinge, ebenso mit einem Metallgriff. Und er hat auch sehr lose Gelenke bekommen. Schauen wir gerade, ob hier auch irgendwo ein. Ja, also hier ist das Magnet auf der Seite. Und ja, also wie gesagt, es ist eine gleiche Version wie der auf Bespin mit dem wehenden Umhang. Und der ist sehr lose angebracht, aber es muss so sein, weil da hinten nämlich auf der Rückseite das Spielfeature ist, nämlich ein Knopf. Ja, jetzt habe ich es verraten. Ja, also nochmal kurz zu dem Knopf hier hinten. Man war so gedacht, dass wie in Episode 5 eben das Lichtschwert in die Hand genommen wird oder eben jetzt halt hier in Episode 6, dass man dann die Hüfte dann umdreht, Knopf drückt und er das Lichtschwert eben schmeißt. Ja, sonst ist der Arm eben deswegen so lapprig. Aber wir haben gerade gesehen, durch die Bewegung kann man ihn durchaus in zwei Hände geben. Jetzt schauen wir jetzt gerade mal schauen. Also der ist recht gut angesteckt, also man kann den Arm nicht entfernen. Ja, ansonsten die Figur ja, ist in Pose gehalten und hält auch nicht sehr besonders, wenn vor allem das Cape an ist. Der einzige Unterschied zu der Figur von Bespin ist eben der abnehmbare Helm. Und wir sehen hier das Gesicht von Anakin Skywalker bzw. der ersten Version von Sebastian Shaw, bevor er in der Special Edition nochmal überarbeitet wurde, um die Augenbrauen hier zu entfernen. Aber trotzdem schön detailliert gemacht, finde ich. Die ganzen Narben und so. Ja. Hat schon was. Aber die beiden Figuren, die sind mehr, naja, mehr so fraglich.
Als nächstes kommen wir zum Snowtrooper mit Tripod Cannon, betitelt The Battle of Hoth. Und das als reguläre Figur. Also, was da an Buyback dabei war, das war wirklich faszinierend. Vor allem für den Preis-Leistungs-Verhältnis, was man bekommen hat. Ja, also dieses Teil ist ein Zubehörteil. Also es ist keine Deluxe-Figur. Einfach geil. Die ganze Kanone ist natürlich voll beweglich. Wir haben wirklich Detailtreue. Diese drei Beine sind abzunehmen. Man kann so viel mitmachen. Wir haben hier den Abzug hier hinten. Und hier vorne ein funktionierendes Geschoss eigentlich. Ja, okay. Schauen wir mal, ob es überhaupt so funktioniert. Ja, es klickt ein. Hier hinten wird dann der Abzug gedrückt. Und fort ist sie. Ja, und passend dazu dann eben ein neu gemodellierter Snowtrooper, der allerdings hier in einer Pose eingefroren ist. Wir haben die beweglichen Arme, der Kopf von oben nach unten. Wir haben sein Backpack, also seinen Rucksack, der abnehmbar ist. Und was ganz neu war, er kam eben mit seiner E11-Blaster hier, der ein Holster, funktionierendes Holster hatte. Ja, die hat Waffe dann hier rein und nicht übergroß eben. Ja, aber schaut trotzdem ein bisschen komisch aus, wenn er so rennt. Auf jeden Fall hat er noch ein zusätzliches Gelenk bekommen. Wir haben neben den Füßen hier unten noch einen funktionierenden Ball, um eben dann ihn abzustützen, wenn er die Kanone hält. Ja, muss man auch erst einmal reinbekommen. Ja. Eine im Film nie zu sehende Szene, da die Kanone ja gleich nach, kurz nachdem sie aufgebaut war und das erste Mal schießen konnte, kaputt geschossen wurde von einem Schmuggler, der in seinem Raumschiff Schutz suchte. Nachdem die Star Wars Saga Collection durch sämtliche Filme ging, die bis dahin herausgekommen waren, gab es dann auch mal welche wieder zum aktuellen Film, die Rache, Attack of the Clones. Und wir haben hier ein wunderbar gestaltetes Display mit einer wunderschönen Amidala. Zwar handelt es sich hier um die geheime Hochzeit, Secret Ceremony, Queen Amidala, hier in ihrem Hochzeitskleid, schlicht und schön gehalten, mit dem goldenen Band hier oben, die Haare, Kopf leicht drehbar. Wir sehen hier eben, dass die Hände nochmal eine separate Gelenk bekommen haben, da die Beine ja unten hier zwar ein Hüftgelenk haben, aber keine eigenständigen Bewegungen, aber auch trotzdem die Schuhe angemalt, das Kleid in zwei Farben, in schönen detaillierten Mustern drauf, also schon klasse. Und dabei war dieser Stand, welches eben den Balkon von Naboo zeigt, auch wunderschön hier detailliert gemacht, hier mit den Engeln. Ja, gerade schauen, ob die auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben sie das Gesicht sehr schön gemacht, echt. Habe ich im Film gar nicht drauf gemerkt, ob das wirklich so ist. Und hier oben dann noch mit einem mit Blumen bestückten Vase. Und dieser Blumenstrauß ist selber noch herauszunehmen und kann ihr als Hochzeitsstrauß in die Hand gegeben werden. Oder eben, wie wir vorhin gesehen haben, in diese Vase. Echt schön.
Ja, auch hier ist wieder ein Nubbel dran, um die Figur aufzusetzen. Und hier sieht man noch Verbindungsstücke. Da kann man dann ein Diorama mitmachen mit anderen Figuren, die integriert werden können. Also kurz hier noch. Zum Beispiel hier nochmal einen anderen Stand, den kann man dann eben so rum anbringen und die Figuren dann vielleicht ins Dings zu stellen, ins Regal. Also schöne Idee. Ja, hier mal kurz gezeigt, der andere Stand, der bei 3PO transparent war. Und der kam dann ab hier dann nämlich bei vielen Figuren noch heraus, der zum Teil beigepackt wurde, um einfach ein kleines Accessoire zu haben. Man sieht hier eben diese zwei Nubben, um diese dann zum Beispiel hier anzubringen oder eben so rum, um die Figuren dann sicher ins Regal stellen zu können. Ja, ein Jedi-Ritter, ein neuer Alien-Jedi-Ritter aus der Angriff der Klonkriege, Colm and Trevor, aus dem Kampf um Geonosis, der Dinosaurier, Jedi-Ritter, der gegen Jango Fett den Kürzeren zieht. Ja, also kommen wir kurz zum Stand. Er hat hier ein drittes Teil, wie schon bei Ayla Secura zum Beispiel, eben der Geonosis Arena, hier mit defekten Kampfdroiden und mit zwei Nubbeln, auf die man die Figuren anstellen kann. Man sieht hier ein bisschen leicht die Fußabdrücke schon. Ja, und leicht rötlicher Sand. Geil. Ja, zu der Figur selber. Sie hat einiges an Bewegungspunkte. Hier unten am Bein ist es eher lapprig geworden im Laufe der Zeit. Und hier unten am Fuß dafür. Und die Hüftgelenke, die Hüfte, hier die Schultergelenke, die Handgelenke und die Knie, Ellbogen. Auf der anderen Seite jetzt nur der Arm. Das Lichtschwert kann man auch hier wieder entnehmen. Fest drin, das lasse ich jetzt drin, das ist aber ein separater Griff, also neu modelliert. Der ist auch fest integriert, merke ich. Ja, geht nicht raus. Gut. Ansonsten geile Finger gemacht hier, die Alien, den Fingernägeln sogar. Und der ikonische Kopf. Ja, komische Nase, aber doch geniale Alien. Ja, überall diese Gebrauchsspuren, die Augen sind schwarz angemalt. Ich glaube, es sollen ja Schmutzspuren sein. Ja. Und die letzte Figur für heute, ein Separatistenanführer, und zwar Wat Dumbor, betitelt mit Geonosian War Room. Und zeige euch gleich auch gleich warum. Ja, Wat Dumbor hier, die einzige Figur, die es bisher gibt von ihm, der Techno-Union. Ja, eigentlich hat sie wenig Bewegungspunkte, hat hier unten zwar ein paar Füße bekommen, allerdings sind sie auch nur an der Hüfte drehbar, so wie der gesamte Korpus. Aber trotzdem schöne, viele Details hier mit den ganzen Rädchen, die er bekommen hat, die er auch im Film hat. Der Kopf ist etwas beweglich, aber halt ein wenig eingeschränkt mit diesen seltsamen Überwurf hier.
Das Einzige, was mir schon im Film nicht gefallen hat, das war hier diese komischen Streifen, die er da an seinen Dings hat, unter seinen Ärmeln. Na gut, also die Hände sind auch hier beweglich, aber bloß auch auf beiden Seiten. Und die Schultern ist ein Bewegungspunkt drin. Die andere Hand ist hier etwas so geformt, damit sie auch hier wie im Film ein bisschen an den Rädchen angedeutet drehen kann, dass er seine Stimme einstellt. Ja, seltsame Figuren damals schon. Hier sieht man sogar noch ein kleines Öhrchen. Aber okay. Er kommt dann dazu mit einer Basis von den Geonosianern. Also eigentlich ein Stand, der braucht ja eigentlich keine hier. Kann der so stehen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, in der Zeichentrickserie hat es immer so ausgesehen, als ob er fährt. Na gut, hier hat er Füße dran. Aber man hat ja nie das Unterteil gesehen. Ja, er ist ein bisschen verzogen hier, das Stand, 2003. Ist aber auch hier die Konsole schön detailliert gemacht. Und als kleines Gimmick haben sie hier ein Techno Union Schiff als Hologramm mit dabei gebackt. Und dann kann man ihn halt so in diesen Konferenzraum an diesen Tisch, was dann später auch noch so Cinema Scene Packs gegeben hat, mit beistellen. Ja, das ist die Aussparung hier, die ist für dieses Schiffchen gedacht, wo man dann eben hier einklipsen kann. Ja, finde ich klasse. So, was? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.